Radio and wanna make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. Got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Sing it! Raving your banner all over the place. Sing it! We will, we
Guten Abend, all zusammen. Zusammen ein Zeichen setzen. Jo ist jo, an den ist nein. Ich wünsche euch alle einen schönen guten Abend, hier in unserem schönen Kinola, an unserem Notbestürf zu Kola. Die Membres aus der Kommission Soziale und Egalité des Chances, die Damen und die Herren aus dem Schaffner Gemeinderat, die Bürger und Bürgerinnen aus der Gemeinde Stengefurt. Es freut mich auch ganz besonders am Kader vom Orange Week, Madame Lena Pauli, Assistent Sozial aus dem Foyer Süd, zu begrüßen. Und es ist noch ganz hoffentlich, dass Madame Schröder, Realisatrice vom Film Histoire de Femme, sich heute noch in Zeit geholt hat, für heute an unserer Mitteilung zu sehen. Let's say no. Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen, also eine klare Massage vom Orange Week. Als Gemeinde hat 2018 für die Echtmatt gemacht. Die Stengefurter Gemeindehaus für Orange belegt. Und wir hatten eine Trippeltour durch die Gemeinde organisiert mit einem kleinen Quid. Beim Gemeindehaus, dem Wasserturm und der Aller Schmelz sind drei Gebäude orange belegt, für so symbolisch auf den, aufmerksam zu machen. Ist war die Form als Resultat von einer enormen Arbeit und monatelangen Recherchen und Archiven, Lützebäuer Frauen erzählen. Gewalt ist immer ein Thema. Wir informieren, sensibilisieren, immer und überall, weil es gibt Gewalt. Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder, gegen gleichgeschlechtliche Partner, Gewalt gegen die eigenen Eltern, Gewalt auf verschiedene Formen, physisch und psychisch, an alle Schichten, und leider auch viel zu viel hier zu Lützebüsch. An den Frauenhäusern gehen es im Moment um die 220 Plätze hier zu Lützebüsch. Eine Möglichkeit wäre, dass als Gemeinde direkt ohne Frauenhaus direkt und ein Frauenhaus verlohnt, über den Konvention aus der Loi für die Gemeinde gesichert. Auf dem Weg helfen mir die Frauen rum an ein unabhängiges Leben. Ich weiß, als Gemeinde überhöht viel Responsabilität an uns am Gange Sozialwohnungen zu schaffen. Aber wir werden nicht eng und ein Frauenhaus verlohnen. Ich lanciere aber einen warmen Appell und ich alle gut. Wir haben am Stand vom Feuer Süd, am Eingang vom Kino, steht ein Küst. Martin, ein kleiner Gast, diesen Don könnte Kanner an die Frauen aus dem Feuer zu gut. Schönen guten Abend. Ja, ich bin Lena Pauli, ich bin Assistent Sozial am Foyer Süd, am Escher Frauenhaus. Wir haben 11 Zimmer. Die Zimmer sind 365 am Jahr, 24 auf 24 besetzt. Das sind enorm Liste Tanten von Frauen, die warten auf einen Platz. Sodass wir da nie eine Rolle mehr dran kriegen, für dass die Frauen einfach aus dem Feuer schnell fortkommen. Dadurch bleiben sie immens lang und die Wadelöste sind immens lang und immens groß. Ich komme ganz gerne, wenn ich gefragt bin, für den Film zu weisen, weil das ein persönlicher Film, das meine Familie und das auch ich, den die, ich sind nicht selber, den die Geschichte erzählt. Und wie viel Druck gesagt ging, also das war der Wert gesehen, das sind über 100 Archivfilme aus diversen Sourcen, also über 100 Sourcen. Und der Gros davon ist, sind Familien, Privatfilme, Amateurfilme aus dem CNA.
Da so eng Rees durch Lützeburg iwwer 100 Joer, weil de Film fängt am Fung Goldo un zu erzählen, mat 1919, wie die Frau Wahlrecht angefordert ging. Die Frau erzählen ohne Tabu. Ich muss aber so in dat effektiv den Tabu, den am Film ist tatsächlich Gewalt gegen Frauen. Also von den Frauen, die da dran sind, sind da zwei, die am vier Gespräche effektiv respektive ich wusste, dass da Gewalt am Haus halt war, also dass sie notamment von ihren Männern effektiv geschlagen gesehen, das war du wirklich der Punkt, wie wir darauf kommen sehen, wo du nicht mehr wollt darüber erzählt gehen. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Ich bin noch auch gestiegen in der Schule. Wie schüsse der Schule immer müssen die Lumpen auswaschen. Wenn ich meine Frau hier wegkaufe, dann geht es auch nicht raus. Ich hätte schon einen Rehmantel. Das war so mein Leben, ja. Und wenn ich das hier geholt habe, sind das ganz natürlich. Und du hast mir aber einen schönen Kampf, muss ich sagen. Weil du wärst die Opposition aber hier am Land ganz groß. Und das war auch ganz heftig, auch ganz leidenschaftlich. Also Sisterhood ist anstrengend. Wie soll es weitergehen? All die Rechte, die sind nicht an den Stein gemesselt. Du musst ihn unheimlich vigilant sein und der will nicht als ein Ei verlieren, weil das kann man rüber sehen. Weil, wie Madame Schreider richtig gesagt hat, der Film. Die riecht un für not zu denken. Ach, muss ich sagen, für meine Generation surreal, dass das hier aufgelaufen ist. Und ich meine, das ist gut, dass es so ist. Wir trotzdem müssen aber daran herumkommen, dass wir als kontinuierlich da müssen auch vorstellen und noch gucken, dass das dort nie mehr rumkommen. Wir müssen zusammen eine kollektive Erfahrung machen, für dass das dort so Situationen, wie wir im letzten Jahrhundert hatten, nie mehr auftauchen. Und dass wir für alle auch in der Zukunft als Gesellschaft immer weiterentwickeln zu einer das ist meine persönliche Meinung. Mich geht davon aus, die heute halt deplaziert, wie die Film gucken zu kommen, dass das eine Meinung ist, dass man eine open, tolerante Gesellschaft hat, an der jeder sich wohlfühlt, wo jeder sich mit seinen Schwächen und Stärken frei entfallen kann. Wir sind ganz froh, dass wir eine ganz engagierte Chancengleichheitskommission und mit der Spitze Marianne Dubler-Felten, aber auch mit der Sekretärin, dem Diane Bläser, die sich für an ihrem Alter viel ansetzen, zusammen mit ihren Kommissionsmembern, für genauso zu gehen, auf diese Ordnung zu setzen und dadurch für alle bei unserer politischen Agenda. Ich bin froh, dass wir heute die Gelegenheit hatten, eben heute zusammenzukommen. Und ich habe eine große Pläsier, hier noch am Namen vom Chefrat auch auf den näheren Wein zu invitieren. Ja. Auf Initiativen einer Mod-Arbestrin von der Maison Relais, wo wir im Jahr 2012 angefangen, Marzipansfigurinnen für Noël dans la rue zu basteln. Am Anfang waren das 150 Figurinnen, die wir hergestellt haben. Mittlerweile sind wir auf 350 Figurinnen, die wir dann für Noël de la rue basteln. Kinder machen sich immer ganz viel Freude und ganz viel mehr für die Figurinnen zu basteln, die dann den 25. Dezember auf Christtag selber und Leute verdeelt gehen als unsere Gesellschaft, die es leider nicht so gut tun hier am Land. Das ganze Fest wird gehalten von Noël dans la rue, das Jahr an der Victor Hugo Hall und die Jahre vier drin waren immer im Fältchen. Aber wie können das immer mehr Leute gehen, die sich hier melden, für hier nach Essen zu kommen, wo sie müssen auf Victor Hugo Hall ausweichen und die Figurinen, die Kanada gebastelt haben, kriegen die Leute dann als kleinen Dessert aufreiert. Morgen, ich muss die Farbe.
So viel kommen se um so de Moien fir pur Geschichte. Zum Beispiel sei ganz groß Buch. Dat das ganz besonders Buch, dat das richtig Drehbuch. Dat kann ich nämlich von der Seite lesen oder von der Seite lesen. Ja, die eng Seite das et bei eng Pfaff. Und die andere Seite das et gut. Was ist da weiß? Was kann da was weiß aus? Ein Schneeflock! Oh, ein Schneeflock! Gut! Schnee! Hat er schon Schnee, hat er da schon Schnee gesehen, das Tier? Ja! Ja! Oh, wollte sie noch weiß? Na, der gesagt, den sogar noch Pulver, wenn ihr nur ausguckt. Nur ein paar Grohe. Aber was ist da vielleicht schwarz? Ein Farbdrops. Ein Farbdrops? Ein Milch! Ein Milch ist auch schwarz, ja. Ja. Man der Geschichte hat, du geht es eben nur um einen, den malt, dafür hört den schwarzen Tusch, und einen, der von den Wolken raufkommt, das ist dann Schneeflock. Und das Buch hat ja schwarz und weiß. Und ganz sieht, hast du sieht den, dass du hast nicht alles schwarz-weiß. Du hast aber das Tisch, wenn das du siehst. Ein Schneeflock! Ja, wenn ihr zu ihr seht, dass nicht immer alles schwarz und weiß. Nee. Was heißt? Hast du gut gesagt, wenn etwas schwarz ist, dann ist es vielleicht nicht gut. Aber wenn etwas weiß ist, dann ist es gut. Mir das nicht immer alles just nicht gut, aber just gut. Ne? Hast du, wenn ihr die zwei Sachen bei ihr nicht bringt, dann wird ihr von allem an der Lehrer, die noch alles kennt. Oh, my God.
Meister, der Damen und Herren aus dem Schaffener Gemeinderat, Member vom Conseil d'Administration von der Entente, Vertreter von den Vereinen, die dann hier im Kirchmarkt präsentiert sind, Brief Enthusiasten, alle Guten vom Stengelvater Kirchmarkt. Schön, dass er trotz den Pöderübserien ich aber heute Abend hier Aufwand tut, für den Kirchmarkt dann hier aufzumachen. Und ich will aber für alle den Gemeindeservice, natürlich der Relation Publik, gerade so gut wie den Regieservice, für alle den Vierabestand, den Abestand, die auch hier nur über den Woche schon heute Kirchmarkt abgerichtet haben. Vielmals merci so. Ich will auch nicht vergessen, den Privatleuten, die stehen hier und auf dem Stängel von der Kirchmarkt, auch vielmals merci zu so. Respektiv all den Vereinen, die alle uns hier mitmachen. Jetzt, Herr Präsident, boah, ich werde mich auch kurz fassen. Ich bin aber für diesmal froh, dass alle Bürger ganz herzlich dürfen zu begrüßen, hier auf der offiziellen Ouvertüre. Das Tour wird dann auch so sein, dass wir wie alle Jahre ein Deal von Malays und zwei Assoziationen beginnen, dass das Jahr Kreuzberg und der Pärz-Atelier. Dafür wäre ich froh, wenn wir dann einen schönen Song zusammen kriegen, für die Leute dann noch können durch die Dorn mich später an sie verrichten. Voilà, aufschließend will ich dann auch am Namen von der Stengelvater Gemeinde, die sich auch schon ganz schön gekriegt ist, wünsche ich selbstverständlich auch meinen persönlichen Namen an einen guten Rutsch und ein neues Jahr. Und ich messe für den Rest. Oh, boy, that's what I'm doing.